Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem neuen Tutorial. Wir sind wieder im Verse unterwegs, ohne Facecam, damit ihr alles mitbekommen könnt. Weezen und Sawyer sitzen gemeinsam bereits in einer Super Hornet und heute wollen wir euch jetzt mal zeigen, wie man eine Mission spielt, beziehungsweise dann auch, wie man wirklich im Kampf unterwegs ist, welche Flugmechaniken da benutzt werden und vor allem, welche Tastaturbelegung da für euch wichtig ist. In diesem Sinne würde ich sagen, Weezen, gib Stoff. Gut, Quantum Drive. Läuft. 2 Sekunden. Und wir sind unterwegs. Super. Wir haben über das Mobiglas die ICC Probe-Mission angenommen und da wird sich gleich Tessa bei uns melden. Gut. So. Genau, also Tessa kennt uns schon, wir sind hier schon das ein oder andere Mal unterwegs gewesen. Ja, sie hat dir jetzt Koordinaten gegeben, Weezen, und ich würde sagen, dahin machen wir uns mal auf den Weg, oder? Genau, der Kurs liegt soweit schon an, ich öffne das Quantum Travel System, dann kriege ich den Sprung, dann geht der Sprungpunkt auf, jetzt drücke ich F wie Use im Grunde genommen, und da geht er wieder los, der Quantum Drive, 2 Sekunden. Ja, die junge Dame ist übrigens Tessa Bannister, Junior Cartographer des Interstellar Cartography Center und die hat immer mal Missionen für euch, wo es dann meistens in irgendein Asteroidenfeld reingeht und ja, wir sind mal gespannt, was sie diesmal für uns auf der Fahne hat. Da sind wir schon. Da sind wir schon und ich scanne mal mit I und K alle Signaturen im Raum. Scheint gerade sehr leer zu sein bis jetzt. Gut, dann nutze ich die Zeit und erkläre nochmal, wie man auch Schilde im HUD oder vom Schiff verschieben kann. Das ist nämlich das Numpad und mit 8, 6, 4 und 2 kann ich Schilde verschieben. 8 ist nach vorne legen, 6 ist nach rechts, 4 ist nach links und 2 ist nach hinten. Und wenn ich 5 drücke, dann zentriere ich die Schildverteilung wieder. Und da haben wir ein Friendly Target voraus oder ein unbekanntes Ziel. Eine Hornet, die unterwegs ist. Der wartet wahrscheinlich auf Piraten. So. Apropos Ziele, als dein Co-Pilot hier kann ich ja mal sagen, wir haben direkt voraus einen blinkenden roten Punkt. Das ist auf jeden Fall unser Missionsziel. Da wollen wir im Endeffekt hin, werden wahrscheinlich zwischenzeitlich nochmal angegriffen. Und dann seht ihr so kleine grüne Ziele drumherum. Das sind so kleine grüne Cluster. Und das sind Salvage Areas. Da könnt ihr hinfliegen. Da sind meistens Wracks und irgendwelche Kisten. Und da könnt ihr euch Whisky oder auch vielleicht die ein oder andere Waffe einsammeln. Aktuell sind die noch nicht persistent, die Sachen, die man da sammelt. Das heißt, alles, was ihr habt, wird entweder in Credits umgesetzt oder ist beim nächsten Mal wieder weg. Ja, und deshalb würde ich mal sagen, da meistens kommen aber auf dem Weg noch irgendwelche Piraten, ne, Weezen? Genau, deswegen, ich gehe jetzt mal, um ein bisschen hier die Geschichte voranzubringen, gehe ich nochmal mit V in den Cruise Speed, also eine Stufe höher in der Geschwindigkeit und beschleunige. Und dann sollten sie auch gleich auftauchen, denke ich. Und dann schalte ich die Außenbeleuchtung aus mit Alt-T. Bringt vielleicht noch gar nichts, aber ich fühle mich damit irgendwie besser. Und Bogie, da sind sie schon, da springen sie raus. Einmal V gedrückt und ich gehe schon wieder in den Combat Speed. T ist das nächste Ziel. Oh, ich strafe seitlich und werde jetzt gleich das Feuer auf ihn öffnen. Linke und rechte Maustaste für die beiden Waffengruppen der Hornet. Ist tatsächlich eine M50, ein Racer eigentlich, oder ein Interceptor, der relativ klein ist als Ziel für mich. Woher nehmen die Piraten ihr Selbstbewusstsein? Das fragt man sich. Ah, jetzt habe ich ihn schon, da kommt eine Rakete rein. G gedrückt halten und die Täuschkörper gehen raus. Ich kann jetzt, wenn ich einmal G drücke, auch die Täuschkörper durchschalten. Also, da kommt noch einer, muss ich wieder zu den IR-Täuschkörpern runter. Das obere ist zurzeit gegen Cross-Section. So, ich kann aber auch, wenn mir das zu viel wird, einfach den After, also die Shift-Taste, zweimal double-tappen. Dann habe ich hier mit 23 Meter den Afterburner. Jetzt kann ich C drücken, decouplen, mir erstmal ein Bild von der Lage machen. Da sehe ich sie schon, das sind drei Piraten, ich koppel wieder ein und drücke jetzt einmal das Mausrad.
Rakete ist aufgeschaltet. Und jetzt länger drücken, gedrückt halten, da geht's hier raus. Vielleicht hilft das ja. Ja, das war ein Treffer. Und Splash, das war er schon. Ich strafe jetzt die ganze Zeit mit A raus, damit ich die Kurve fliege, beziehungsweise im Kreis rotiere und er mich nicht so einfach treffen kann. Splash, das war der nächste. Afterburner. Und Täuschkörper raus. Jetzt ist es so, dass viele Leute lieber mit festen Waffen spielen. Jetzt sieht man, die sind ja hier beweglich. Deswegen drücke ich Alt-GRJ und hätte dann die Waffen, eine Rakete, Entschuldigung, nochmal G gedrückt halten, einkoppeln, rausstrafen. Dann sind die Waffen wieder verlinkt. Wow, das war knapp. Und ich habe sie quasi im Fadenkreuz im Zentrum. Das ist jetzt echt so ein bisschen auch eine Geschmackssache. Aber gerade als Joystick-Spieler wäre es dann auch für viele ein bisschen einfacher zu treffen. So. Und Splash, da ist er weg. Ich schalte jetzt wieder auf bewegliche Waffen, auf Gimbal-Waffen. Dadurch habe ich natürlich so im Randbereich ein bisschen mehr Spielraum. So. Zack und Splash, da haben wir noch einen. Und wieder eine Rakete, G gedrückt halten. Ja, ist raus. Nochmal. So, ich dekappel mal und versuche hinter mir herzuziehen. Okay, das hat er gar nicht gepeilt. Ich koppel wieder ein. Mit C natürlich. Gib ein bisschen Boost, einmal Shift gedrückt, um wieder auf volle Geschwindigkeit zu kommen. Und ich würde sagen, das war schon der Piratenkontakt. Hervorragend. So, ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit natürlich, dass ich im Gefecht zum Beispiel mit W und S, das war vielleicht jetzt nicht zu sehen in der Geschwindigkeit, mit W und S kann ich auch die Geschwindigkeit einfach gradual anpassen. Wenn ich merke, ich überschieße immer die Gegner. Oder aber ich strafe halt raus mit links und rechts. Es gibt auch eine zusätzliche Methode, die ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Wenn ich Alt gedrückt halte und W und S drücke, dann strafe ich nach vorne und hinten. Das heißt, S ist hinten und W wäre dann nach vorne. Dann würde die Geschwindigkeit danach wieder 100% annehmen und ich kann halt kurzzeitig Geschwindigkeit von vorne nach hinten halt verlagern. So, jetzt müssen wir mit der Mission fortfahren. Ja, stoppen, nicht weiterdrehen. Gut. Ich hatte das Ziel schon im Auge. Wir sind nämlich gar nicht weit entfernt. Der Witz ist tatsächlich, dass ihr über den Ingame-Sound dann irgendwann so Zielsignale hört. Das heißt, jetzt drehen wir ein Stück nach Backbord weiter. Genau, noch ein Stück nach Backbord. Genau, so. Und noch ein Stück und jetzt ein Stück. Genau, da ist es. Genau. Und wundervoll. Je näher man rankommt, desto lauter werden diese Stör. Erst wird es so Störfunk, den man so auf den Ohren hat. Und dann werden aus den Störsignalen irgendwann wird dann ein Piepen draus und das hört man langsam. Ein hübscher Beacon. Da blitzt er schon. Ist manchmal ein bisschen schwierig, so die Geschwindigkeit hier einzuschätzen oder die Distanz. Ja. Da kommen sie wieder, die Kameraden, oder? Ich gucke gerade mal. Ah, obwohl es, glaube ich, eher ein Friendly gewesen. Genau. Also auf T, Nearest Target, ist nichts zu finden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir gerade safe sind. So, das Piepen wird etwas hektischer langsam. Man kann natürlich jetzt hier auch mit Crew Speed arbeiten und dann vielleicht 50% Crew Speed wählen. Aber wir lassen uns jetzt mal die Zeit. In den Schatten des großen Asteroiden. Ja, ich schalte, das ist ein gutes Stichwort, ich schalte mal die Lampe wieder ein. Hilft zwar nicht viel, aber... So, jetzt drücke ich V, um auf Precision zu gehen, deswegen bin ich vorher auch schon mit dem Combat Speed runter auf 50%, damit mit Precision... Da kommen sie wieder. Na, mal sehen, wie weit sind sie denn weg. Da können sich mal die anderen drum kümmern. Ja, ich würde auch sagen, Sawyer, ich lasse dich dann raus. Und bleibe dann mal im Jäger sitzen, falls die Piraten dann doch ein Problem werden.
Ja, so würde ich auch sagen. Langsam rantasten. Es ist hier sehr viele Trümmerteile. Ich zweifle von der Seilplatz ein bisschen raus. Ich will nicht irgendwo das Schiff aufritzen. So, das sieht gut aus. Und null. Wir stehen. Ich würde sagen, den Rest schaffst du auch so. Ja, na dann lege ich mal los, der große Auftritt. So, als allererstes natürlich mit linker Alt-Taste und F steige ich aus meinem Sitz aus und beginne ab jetzt die EVA-Steuerung, die ein bisschen anders ist als jetzt die normale FPS-Steuerung. Also, als allererstes, wenn ich mich mal neu orientiert habe und sozusagen erstmal weiß, ich bin aus dem Schiff raus, dann haben wir als ersten Punkt natürlich W und S. Damit geht's Schub nach vorne. W ist Schub nach vorne, S ist Schub rückwärts. Also das heißt nach vorne und nach hinten. Es sieht so bescheuert aus gerade, aber schön machst du das. Ja, dann haben wir A und D. Mit A und D kann ich nach links und nach rechts straven. Also das heißt alles auf dieser Ebene. Und Schluss und letztendlich als, haben wir noch die Tasten Q und E. Und Q und E ist Rollen. Und damit kann ich mich dann sozusagen im EVA rollen und besser ausrichten. Was ich noch dazu drücken kann, wenn mir das alles zu langsam ist, dann kann ich noch den Boost dazu nehmen. Den habe ich in EVA auch. Und der ist mit der Shift-Taste. Und ich zeige euch nur mal ganz schnell, wie wahnsinnig schnell man damit wird. Das geht nämlich richtig fix. So, und was ihr dazu wissen müsst, ist, euer Jetpack stoppt automatisch wieder. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr jetzt einmal die Geschwindigkeit annehmt und endlos beschleunigt, sondern die Düsen vom Jetpack steuern automatisch gegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt W, die Taste W, loslasse, fliege ich nicht weiter in der Geschwindigkeit, sondern stoppe. Dies nur so viel dazu. Was ich jetzt noch machen kann, ist mit Taste T die Taschenlampe einschalten. Damit habe ich dann ein ganz bisschen mehr Möglichkeit, irgendwie was zu identifizieren. Manchmal sieht man den Kegel ganz schön von der Taschenlampe, wie er dann so über die Sawyer, ganz kurze Info für dich. Du kriegst Gesellschaft, ja, die Vanguard ist da. Ich würde auch eine Waffe ziehen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das können wir auch machen. Ich habe mir mal inzwischen eine Waffe besorgt. Das kann ich mit der Taste 1 ziehe ich meine Handfeuerwaffe, die jeder dabei hat, standardmäßig. Mit der Taste 2 die Sekundärwaffe, beziehungsweise Hauptbewaffnung, wenn man so will. Und Taste 3 gibt es auch noch, zum Beispiel für das Scharfschützengewehr, für größere Waffen, die man auf dem Rücken geschnallt hat. Damit kann ich die ziehen. Und jetzt habe ich mal den Beacon aktiviert. Da, du hast Gesellschaft, ne? Direkt neben dir ist er. Ich sehe schon. Ja. Also, wie gesagt, hier sind natürlich auch andere Leute unterwegs, die diese Mission erledigen. Ich sehe ihn jetzt hier vor mir. Ansonsten, was man zur Waffensteuerung natürlich sagen kann, das ist dann auch nochmal für den FPS-Teil interessant. Oh, schicke Vanguard daneben. Mhm. Rechte Maustaste ist Zielen. Man sieht aktuell einen schönen Bug. Ich habe auf der kein Zielfernrohr drauf, also keine Kimme und kein Korn. Das ist öfter mal bei dieser Bering-Waffe hier der Fall. Muss man dann mit klarkommen. Ansonsten mit V, und zwar V einmal drücken, kann ich die Waffe runternehmen, wenn ich im FPS-Modus bin. Im EVA geht das nicht. Wenn man V aber lange gedrückt hält, nimmt sie die Waffe komplett wieder runter. Ja, und wir haben die Nachricht bekommen. Es ist anscheinend, hier hat hier ein Angriff stattgefunden und das Schiff wurde zerstört. Keine weiteren Überlebenden. Dementsprechend komme ich mal wieder zurück zu dir. Hab jetzt die Waffe auch weggesteckt. Nähere mich jetzt langsam der Hornet an. Da ist er schon. Warte. Genau, man sieht jetzt die Taschenlampe schön. Jetzt warte ich auf den News-Button, dass er wieder erscheint. Drücke F und steige wieder ein und schwebe von oben ins Cockpit. Immer ein gutes Gefühl, wieder an Bord zu sein, ne? Ja, stimmt. So, ich müsste jetzt eigentlich auch die Mission nochmal durchführen, also auch nochmal in EVA gehen, aber das machen wir jetzt nicht. Sonst dauert das zu lange. Ich würde auch lieber wieder abhauen hier. Man weiß nie, was für Ideen Leute kommen. So, ich richte mich aus. Man muss immer aufpassen, hier ist schon wieder so ein scharfkantiges Stück, so ein Trümmerteil neben einem. Ich strafe ein bisschen raus. Ja, da ist nämlich genau voraus schon wieder so ein Teil. Und die Flügelchen abreißen. Das kostet dann wieder. Gib sachte Gas. Jetzt wird mir schon der Combat-Mode angeboten. Geh in den Combat-Mode. Mit der V-Taste und dann kann ich noch mit Double-Tap W oder S Double-Tap die Geschwindigkeit auf 0 oder 100% setzen. Sofort sozusagen. Also Double-Tap S. Double-Tap S ist 0, Double-Tap W
ist volle Geschwindigkeit. So, ich würde sagen... Ja. Wir haben jetzt Geld verdient, richtig? So ist es. Also zumindest ich habe erstmal Geld verdient, aber so geht es natürlich für jeden. Also wie gesagt, Weezen hätte die Mission jetzt auch selber nochmal machen müssen. Aktuell ist es noch nicht gleichgeschaltet. Es wird später noch kommen, dass man zusammen auch wirklich Missionen annehmen und dann erledigen kann. Ja, von hier aus hat man jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zurück zu Tessa springen, die nächste Mission abholen. Wir könnten gucken, ob es Comrades gibt. Wir könnten auch reparieren. Und das ist das, was wir euch in dem nächsten Tutorial dann zeigen werden. Stimmt's, Weezen? Genau, da müssen wir das Schiff vorher noch mal ein bisschen ramponieren, damit es dann auch richtig lohnt. Mhm. Und dann setzen wir da noch mal an. So ist es. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, dann abonniert doch unseren Channel. Ansonsten lasst uns gerne Kommentare da, wie ihr das Video fandet und was ihr vielleicht noch sehen wollt. Liked oder disliked das Video und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann würde es uns ganz doll freuen, wenn ihr mal auf unser Patreon-Profil geht. Vielleicht findet ihr da was, was euch gefällt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und Weezen und Sawyer verabschieden sich jetzt hier aus diesem Asteroidengürtel mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und see you on the flight deck.